Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum heutigen Angespielt. Wir testen Sands of Aura. Ja, Sands of Aura, Open World Action Adventure Spiel, tief unterm Sand begraben. Wir machen uns auf die Sandmeere, segeln zu den einzelnen, ja, ich keine Ahnung, nennt man das Sandinseln? Ach, fragt mich nicht, zu den einzelnen Gebieten, Ortschaften. Was uns genau dort erwartet, ich habe absolut keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall noch im Early Access, wie ihr sehen könnt. Und es ist ein Souls-like-Game. Also kann gut sein, dass ich hier in der Stunde schon hart am Verzweifeln bin. Wird mit Sicherheit lustig für euch. Ob es lustig für mich wird, keine Ahnung. Und das Allerbeste kommt jetzt. Das Spiel ist für relativ kleines Geld auf Steam erhältlich. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei Sands of Aura. Jo, und damit landen wir im Spiel. Sieht alles, ja, es ist halt Early Access, ne? Grafisch hier und da könnte so ein bisschen aufgefrischt werden. Hier geht's nicht weiter, oder? Genau, it's not time to leave yet, ja. Ist natürlich auch noch auf Englisch. Wir können uns unseren eigenen Charakter erstellen, passend zu meinem Alter, habe ich mir gedacht. Ja, gibt's schon mal einen schönen kahlen Schädel. Und, aber irgendwie sieht mein Charakter super weiblich aus. Das Einzige, was männlich ist, ist mein Bart. Ja, genauso wie im Real Life. Aber ansonsten irgendwie so der Torso und alles irgendwie, ja, mega weiblich. Ich weiß nicht, ob hier noch ein bisschen was aufpoliert wird. Aber so auf den ersten Blick, ich hatte mir irgendwie mehr versprochen. Und ich bin auch ein bisschen unzufrieden. Ah ja, okay. Ich glaube, ich bin jetzt hier gerade in so einer Art Tutorial-Welt. Also X, warum springt man denn mit... Was sind denn das für Sprunganimationen? Jetzt mal im Ernst, Leute. Das ist ja richtiger Müll. Und wie öffne ich die Chest? Ah ja, mit A, okay. Okay, ich habe eine Rune, eine Heilrune und ich glaube Trainingsequipment. Hab ich mir gesnackt. Okay, ich habe gerade irgendwas gemacht. Ich weiß nicht... Ah, ich glaube, ich habe meine Glocke geläutet, warum auch immer. Aber ich weiß noch nicht wirklich, wie ich angreife. Ah ja, okay, dachte ich mir. Kann ich die Kristalle zerstören? Nee. Okay. Aber, also Kameraführung ist erstmal so dieses von oben. Ah, es kann mich nicht so wirklich begeistern, Leute. Schauen wir mal hier weiter drauf. Genau, ah, okay, hier wird einem das Menü erklärt. Und hier geht es aber auch nochmal ein Stück lang. How many of the town's watchmen stood by our sides to drown its furious spirit? A meager and sober few. Also, keine Frage, die Synchronisation, die gefällt mir definitiv schon mal ziemlich gut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich von hier drüben gekommen wäre, ob das die andere Tutorial-Seite ist. Wir schauen einfach mal fix. Ah, ne, hier ist, ja, ist zu, na, ist zu. Dann gehe ich vielleicht doch nochmal zurück und guck mal, was ich dort dann noch gefunden hätte. Weil ich glaube, das ist ja schon das, wo wir am Ende auch tatsächlich hin müssen. Ich weiß gar nicht, kann ich hier abstürzen? Ja, ich kann tatsächlich abstürzen. Okay, also wir sind im... Achso, das ist ein Gegner! So. Okay, ja, genau. Das sollte ich mir schon mal merken. Mit B können wir ausweichen. Also zum Beispiel, wenn ich es jetzt auch mal mit Kronos vergleichen kann. Kronos hat mir deutlich besser gefallen, war deutlich ausgereifter. Aber ja, es ist Early Access. Ich weiß nicht, ob hier dann noch was dazukommt. Ja. Okay. To use special attack. Aua. Nice. Ich habe schon mal Damage kassiert. Aua. Ja, yeah, nice. Also alles gar nicht so einfach, ist halt ein Souls-like-Game, wobei ich jetzt mir auch ein bisschen mehr versprochen habe davon, dass er jetzt hier mal ausweicht. Hat er keinen Bock gehabt, tatsächlich. Ah, Testament Bells. Okay, okay, okay. Damit kann ich mich dann quasi healen. Es macht mich wahnsinnig, Alter, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Alter, was bist du denn? Pfui, 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 pfui. Aber ja, vor allem, was mich auch noch so nebenher stört,
Neben der Tatsache halt, dass ich einfach... Okay, kam ich von hier? Ja, ich glaube, von dort kam ich. Neben der Tatsache, dass ich die Kamera... Ich versuche es im Übrigen die ganze Zeit immer noch, die Kamera flacher zu stellen, dass ich mehr von hinten drauf schauen kann. Was mich halt neben dieser Tatsache stört, ist, dass ich nicht näher ranzoomen kann. Ja, ich würde halt gerne ein bisschen mehr von meinem Charakter sehen und... Oh, hier ist noch ein Monster. Das ist ja ein absolutes Labyrinth hier. Easy. Easy going. Okay, ich weiß auch nicht, inwiefern ich das dann ausrüste. Wir schauen mal fix in das Menü rein, ja? Journal, Health Rune. Ah, okay, die kann ich dann anlegen einfach. Und wie lege ich die wieder ab? Use, Equip Admin, Item Lore. Ja, keine Ahnung. Wrapped Gloves. Hä? Ah, ich habe jetzt diese Health Rune an meine... Was passiert hier gerade? Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt bin ich zurück ins Hauptmenü gegangen. For real, Leute. Das Spiel fragt dich nicht, ob du dort wirklich hin willst. Ein Artefakt haben wir gefunden. Kann ich damit was machen? Ah, das kann ich auf mein Schwert legen. Alright. Jetzt habe ich quasi ein... Jetzt kann ich noch so ein bisschen Frost Damage machen. Nice, 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 nice. Noch ein bisschen Frost Damage. Sieht man das auch? Nee, sieht man natürlich nicht. Oh! Okay, ich kann es aber nicht mehr machen jetzt. Habe ich jetzt... Ist es jetzt aufgebraucht? Nee. Dachte jetzt schon, ich kann das bloß einmal verwenden. Das wäre insane lächerlich gewesen. Nach wie vor, dadurch, dass ich hier wirklich die Kamera nicht drehen kann, ja, ich weiß, ich habe mich schon mehrfach drüber aufgeregt, sehe ich halt auch nicht, wo ich hin muss. Okay, scheinbar hier lang. Nichtsdestotrotz ist es nicht sehr hilfreich. Oh shit, den hätte ich vielleicht parieren sollen. Na egal. Egal, alle tot. Alle tot. So, was haben wir denn? Was ist das denn hier? Offering to... Was ist das? Malgam? Keine Ahnung. Konntest du jetzt nicht wirklich lesen? Okay. Und hier liegt... Wrapped Coat. Okay, nice. Wrapped Coat. Da kann ich hier die Spellblade Rune drauf machen. Und dann die Jacke noch anziehen. Sehr schön. Oh, das sieht man jetzt sogar, dass ich was anhab. Das ist ja insane. Jetzt sehe ich auch nicht mehr ganz so weiblich aus. Weil, ich meine, nichts gegen weibliches Aussehen. Aber wenn der restliche Körper halt männlich aussieht, dann weiß ich nicht, warum der andere Körper, also Torso und so weiter. Ja, obwohl, die Beine sehen immer noch sehr, sehr dünn und... Ach du... For real? Aber okay, wir sind jetzt nochmal einen Ticken besser ausgerüstet. Nice. Und das Tor hier ist zu. Open Gate. Open Gate. Das ist doch bestimmt jetzt eine Abkürzung zum Dingenskirchen, oder? Jetzt komme ich doch wieder bei dem alten Mann an. Richtig? Yes. Habe ich jetzt irgendwas, was ich hier darbieten könnte? Achso, nee. Ja, hier. Rest. Erstmal healen und so. Place. Ah, okay. The water, it's just through here. Come, this way. Alright, du bleibst hier? Na klar, natürlich bleibst du hier. Behold, the reason Starspire will never dry up. This cistern is... No. No, no. Lysis, no! Erzählst du mir mehr dazu? Corrupt corpses. There, in the water. Fallen from the church fire. If we act quickly, most of the reserve can be saved.
Work quickly! Aha, der Reserve Supply. Mhm. Was soll mir das denn jetzt gerade zeigen? Ja, so eine Kameraansicht hätte ich, by the way, manchmal ganz gern. Natürlich Bossfight. Klar. Lass mich raten. One-Hit KO. Ja, genau. Kämpf du gegen den. Ach, du Scheiße! Ist er schon down? Alter Schwede. Ja, natürlich. Junge! Also den schaffe ich nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich angreifen soll. Der braucht halt immer übelst ewig, jeder mal Damage macht. Ja, ich bin gleich tot. Ja, okay. Also ich habe mir echt mehr versprochen von meinem Partner. Der war ja nach 2 Sekunden tot. Das war mal richtig sinnlos. Alright, alright, alright. Oh Gott! Yes! Easy! Uts! Ach, auf einmal geht's hier wieder gut, ja? Blöd, Mann. So, kann ich jetzt hier irgendwas einsetzen eigentlich? Ich kann hier nichts machen. Hier irgendwas machen wir jetzt? Warte mal, stehen hier Monster? Hier stehen Monster, Alter. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, ne? Ich glaube, ich muss mit denen reden. Also, wir können uns jetzt hier quasi immer unsere neuen Aufgaben dann holen. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Ich würde aber sagen, das war's zum heutigen Angespielt. Wir haben den ersten Boss im zweiten Try besiegt. Das war echt okay, obwohl ich tatsächlich auch bei dem zweiten Try dachte, dass ich relativ schnell wieder drauf gehen werde. Alles in allem habe ich mir deutlich mehr erwartet von dem Spiel. Die Kameraführung, ich habe es mehrfach angesprochen, kotzt mich an. Grafisch fehlt es definitiv an einigen Ecken und Enden. Soundtrack-mäßig ist nicht viel da. Die Synchronsprecher bzw. die Synchronisierung, die ist gut, gar keine Frage. Also um auch mal was Positives hervorzuheben. Schwierigkeit ist definitiv auch knackig. Also auch da Leute, die es gern ein bisschen schwieriger haben, für die ist es bestimmt was, wenn die sich allein an dieser Schwierigkeit herhochziehen können. Aber alles in allem ist das Spiel keine 20 Euro wert, meiner Meinung nach. Weil auch eine Story gibt es ja nicht so
wirklich hier in dem Game? Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung in die Kommentare, die würde mich noch wahnsinnig interessieren. Und dann schaltet gerne zum nächsten Gespielt wieder ein. Bis dahin, Leute. Macht's gut.